Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und hier haben wir den Keller. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Und wir haben einen Killer mit Herzschlag. Das ist auch gut zu wissen. Und was auch gut zu wissen ist... Oh. Vielleicht doch kein Herzschlag mehr. Ist, dass wir... Oh. Die Adept-Challenge mit Nea versuchen. Das wollte ich sagen. Und wie es sich halt gehört, erkläre ich wie immer kurz ihre drei Talente. Wir haben zwar schon mal einen Versuch mit Nea gestartet, aber das hat ja nicht funktioniert. Deshalb vielleicht jetzt. Links von mir. Also, wir haben da einmal ausgewogene Landung. Wenn ich nicht erschöpft bin und aus hoher Höhe falle, bekomme ich bei der Landung einen Sprintboost. Wir haben städtische Umgehung. Ich kriege schneller. Und wir haben gebieft. Ich habe einen geringeren Itemverbrauch. Und nicht nur ich, sondern auch meine Mates. Also wenn mich jemand mit einem Medikit heilt, verbraucht er auch weniger von seinem Item. Das geht für den gewissen Radius. Aber hauptsächlich halt, also an sich, ich glaube 8 Meter Radius habe ich aktuell. Ich habe das Talent auch nur auf Stufe 1. Es ist kein großer Radius. Das heißt, es triggert quasi nur, wenn wirklich das Item irgendwie an oder mit mir verbraucht wird. Wie an einem Generator, vielleicht eine Toolbox oder halt, wenn ich geheilt werde mit dem Medikit. Wir haben schon mal einen Generator an und sie hat aber Tanata dabei. Das heißt, wir arbeiten ein bisschen langsamer. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt von hinter mir irgendwie kommt. Da schrecke ich mich einfach zu Tode. Sie hat Mac. Flödi, du musst leider jetzt deine Falle loswerden. Ich glaube, wir haben ihr schon ein bisschen wehgetan, indem wir ihr Ruin zerstört haben. Und zwar ging das ja sehr schnell. Der Generator ist gleich fertig. Ich würde gern im Haus. Sie ist wieder auf Klödi gegangen. Einmal ausgewogene Lande. Sie hat mich noch gesehen. Aber es ist okay. Ist okay. Ging noch nicht. Ich hoffe, ich renne jetzt nicht in Klödi. Sie geht zum Generator. Ich hab's halt vermutet, ne? Das war ehrlich nicht mein Ziel. Ich wollte nicht abschmieren. Aber sie hing auch noch nicht. Also Elodie. Ich hoffe, Klödi kriegt jetzt ihre Falle ab. Langsam wird es knapp. Ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht mehrere Entschärfungsdinger dabei hat. Dass, wenn man Pech hat und der letzte ist der richtige. Oh, Klödi. Verdammt, da ist ein Tote.
Okay, die muss halt jetzt die Falle abbekommen. War's das? Oh oh. Oh nein. Das muss halt jetzt mega knapp gewesen sein. Das ist ein schönes Totem-Versteck. Kenne ich noch gar nicht. Okay, jetzt fehlt uns natürlich ein Mate. Das ist nicht gut. Zwei Verletzte. Das heißt, Tanata haut gerade ganz gut rein. Elodie hat... Hatte Elodie eine Falle aufbekommen? Und ja, ist Elodie sie sehr schnell losgeworden, was schon mal gut ist. Ich habe ganz leicht Herzschlag. Habe ich verkackt. Das war halt auch eine dumme Stelle gewesen. Ich habe halt überhaupt nichts gesehen. Zum Haus. Ich schau mal, ob ich mich hier geheilt bekomme, wo der Generator meine Lautstärke ein bisschen... ungünstig. Total offensichtlich. Ja. Sie kommt halt genau hier rum. Meg, du musst retten gehen. Ist dir das klar? Warum hat ausgewogene Landung hier nicht getriggert? Hilfe! Situation für mich. Erstens mein Generator, der so schön weit war. Geht gerade die ganze Zeit zurück. Elodie ist tot. Mac holt mich runter. Killer kommt direkt wieder hierher, weil der Killer natürlich hört, dass ich gerettet werde. Es fing gut an, die Runde, muss ich sagen. Wir hatten gut... Hab ich Herzschlag? Nee. Wir hatten gut Generatoren an.
Ist das jetzt hier, also... Ich gehe von aus, dass es keine Absicht war, aber das war halt jetzt wieder echt unnötig. Ich hätte dort hinten den Generator weitergemacht. Mach mal den. Es wird geslackt, oder was? Das war knapp. Muss ich nur mal betonen. Leute, wir können eigentlich nach der Luke suchen. Sie lässt Mac wieder fallen. Sie will unbedingt uns beide. Ich glaube, Mac hatte Mac aber Unbreakable oder war die Leiste gelb, weil ich Medikit hatte? Wie? Wie guckt die denn genau in meinen Schrank aus dem Nichts? Ich war lange im Schrank, als sie Mac auf... Sie hat Mac ja nicht mal aufgehangen. Wie? Zur Hölle. Was wird das jetzt für ein... Der Killer hat Aggression, Leute. Ich habe dem Killer nichts getan. Er steht vor mir und nickt und... DBD ist kaputt. Also, DBD an sich ist vielleicht nicht ganz kaputt, aber es gibt so kaputte Menschen. Schweinchen, du wolltest in meine Kamera nicken, aber du hast halt leider daneben genickt. Also, nicht mal das kriegst du hin. Oh. Leute, ich muss echt sagen, ich habe jetzt eine Woche kein DBD gespielt. Und es läuft heute gar nicht. Ich habe nur Kackrunden. Das frustriert gerade. Deswegen höre ich jetzt auch wieder auf. Es ist... Was ist in dieser letzten Woche, wo ich kein DBD gespielt habe, passiert? Warum habe ich nur Kackmates und warum habe ich nur Kackkiller? Was ist passiert? Beim letzten Mal DBD spielen lief es viel besser, aber heute ist Vollkatastrophe. Deswegen... Ich lasse es jetzt sein. Tschüss. Es tut mir leid. Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Mach's gut. Bleib gesund. Tschüss.